So, und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Sonic Adventure DX Director's Cut. So, erstmal den Controller wieder angemacht. Aber irgendwie... Select a file. Ach, okay. Was? Ach ja, wir haben ja mittlerweile alle Spielfiguren freigeschaltet. So, dann werden wir auch gleich Select mal starten. Your character. Gleich starten mit dem nächsten. Wir haben jetzt mit Sonic fertig. Ja. Ich hoffe, also Tails werde ich erst später nehmen, weil Tails ungefähr von der Story her und vom eher Level-Geschmack her oder Level von der Art her ziemlich ähnelt. Deshalb nehmen wir als erstes mal Knuckles. Das heißt, wir werden jetzt auf Diamantensuche gehen oder auf Emerald-Suche. Wie das funktioniert, das erkläre ich gleich. Jetzt erstmal das Intro von Knuckles. Okay, let's go! As far back as I can remember, I've been living here on this dark island, always guarding the Master Emerald from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate, destined to be here forever. What the? What's going on here? Oh no! Something's happened to the Master Emerald! Huh? Who are you? Did you do this? Oh, I'll get you for this! Oh! Ah! Hey! No fair! Wait! What's happening to you? Come back here! Whoa, that was incredible. I've never seen anything like it. Oh no, it's starting to happen. Without the Master Emerald's power, this whole island will fall into the ocean. It's up to me to find the missing pieces of the Master Emerald. It won't be easy. Pieces flew off everywhere. Guess I better start looking anywhere I can. Ja, und so startet dann auch schon die Story von Knuckles. Seine Insel ist abgestürzt, hat man ja gerade gesehen. Ja, und wie man schwer vermuten kann, das, was bei Knuckles jetzt gerade ist, ist bei Sonic vielleicht auch gerade ziemlich am Anfang passiert. Also das ist sozusagen eine Parallelgeschichte und die werden wir in dem Falle 6-mal durchgehen, nur immer von einer anderen Sicht her. Ja, gleich mal Info holen. Knuckles, you should be able to get into City Hall. Alles klar, dann gehen wir gleich mal ins Rathaus. Und dann erkläre ich auch gleich die Spielvariante von Knuckles. Ja, mit Knuckles können wir fliegen oder schweben eher. Bam. So, geh auf Speed Highway. Nimm dir 3 Emeralds. So, unten, da unten, wo Knuckles gerade hinguckt oder wo Knuckles draufsteht, da sehen wir halt die Anzeige von den 3 Emeralds, die sich hier in diesem ganzen Level verstecken. Und wir sollen uns jetzt so auf dem Weg bewegen, oder auf dem Level bewegen,
bis wir irgendwelche Anzeichen haben, dass wir ziemlich nah dran sind. Die Kügelchen, die geben uns Tipps, wo welche sein könnten. Ja, die Farben sind unterschiedlich von den Erscheinungsbildern. Also das heißt einmal, grün heißt, wir sind in der Nähe von einem. Gelb, wir kommen neben näher, und rot, wir sind ganz nah dran. Keep your eyes on the radar to find the pieces of the emerald. Ja, das hat er auch gerade, habe ich ja auch gerade erzählt. Wir können Wände hochklettern mit ihm und können überall auf dem Level immer hin und her gehen. Also es gibt keinen Anfang und kein Ende des Levels. So, fliegen wir einfach jetzt mal grob durch. Und da sehen wir schon, zwei Stück sind hier jetzt ganz nah. Oder der eine ist ziemlich nah. Jetzt ist der andere näher. So. Also der eine scheint sich zu bewegen. Aber wo? Sind die oben oder haben die Gegner da unten? Ach, da ist der eine und er hat den anderen. Ha, auch cool. Habe ich auch noch nicht gehabt. Cool, da haben wir schon zwei. Und hier können wir genauso wieder... Aua! Genauso Tiere sammeln für unsere Chaos. So, bam. Was wir natürlich auch machen werden. So. This way. Ja, welchen Weg? Das finde ich auch sehr cool. This way. Und wo ist er jetzt hingeflogen? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, okay, hier. So. Kein Problem für Knucklehead. So, ich denke mal, da haben wir das erste Level auch gleich geschafft. Ja, da ist er ja schon. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer, aus dem Grund, zwei Stück sind nebeneinander gewesen. Ah, mal das hinsetzen. Die Ringe können wir eigentlich auch langsam mal good enough. Einsetzen. So, die ersten haben wir. Dann mal gleich weiter. So wie das aussieht, müssten wir jetzt schon ins Casino gehen. You can go to the casino area at nighttime. Yep, und diesmal wird das Casino-Level nicht so langweilig wie mit Sonic, weil wir keine Ringe sammeln müssen. Obwohl, warte mal, wir gehen jetzt erstmal kurz. Es sind zwar nicht viele Viecher, aber wir können ja mal gucken, wie es unseren Chaos geht. So, die Flugtiere gebe ich mir, also Stormy. Den hier. Hopp. So. Und... Na. Ich möchte ja einen Flug haben. Ich weiß nicht, wonach es momentan eher aussieht, was ich bin. Aber ich versuche mal einen auf Flug zu machen. So. Passt ja auch super zu einem Engel. Ein Flying Angel. So. Mal gucken, wie viel haben wir jetzt? Plus 24? Ja, also für Flug sieht es sehr gut aus. Wo ist ein KKB? Das ist nicht KKB. Ist das KKB? Nee, das ist der andere Stormy. Ich habe bisher noch nicht auf meinem anderen Spielstand weitergespielt. Aus dem Grund, da ich momentan sehr wenig Zeit hatte. Ich habe mich jetzt auch endlich mal wieder... Oder ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, Sonic zu spielen. Ja. Ausbildungskram ist alles hinter mir. Ich habe das jetzt alles so weit, so gut hinter mir gelassen. Also das ist... Ach cool, guck mal, unser KKB kann jetzt mittlerweile laufen. Sehr schön. So. Und ich habe mich nicht dafür entschieden, das Sonic Let's Play zu unterbrechen und ein anderes Projekt anzufangen, sondern, wie man schlecht erkennen kann jetzt, einfach weiter zu spielen. Jetzt kriegen wir wieder nur... Ja, okay, dann kriegt KKB jetzt erstmal seine dunkle Frucht und dann hoffen wir, dass er nächstes Mal wieder eine Hero-Frucht hat. Ich glaube, die Früchte brauche ich ja jetzt nicht nochmal erklären. Hinten an den Folgen kann man auch immer erkennen, mit welchem Charakter die Folge gerade spielt. Also,
Sonic haben wir ja jetzt schon durch. Da steht dann hinten eine, also am Ende immer in Klammern geschrieben, Sonic. Genauso wäre das jetzt hier sein, nur dass hier Knuckles stehen wird. Ja. Cool, da kann der erste schon laufen. Alles klar, dann gehen wir gleich mal ins Casino und dann denke ich mal, nächste Folge. Ich sollte mal die Stoppuhr machen, ne? Mache ich, sobald das Casino-Level vorbei ist. Na! Ach ja. So, nee, so war das nicht. So war das auch nicht. Genau. Ringe weisen uns den Weg. Also diese Grabgeräusche, ne? Die sind echt grausam. Bam! Und rein da. Ach, cool. Das geht ja echt fix hier. Ne, hier war es nicht. Dann so, töten und Flugtiere. Perfekt. So, na. Kommt man da nicht ran? Ne, anscheinend nicht. Da komme ich hoch. So wollte ich eigentlich nicht. Aber naja. Feuer. Sehr sicher hier oben. Also alles in Brand zu setzen. Ach, guck mal, jetzt haben wir alle drei offen. Ey, nein, ich will da nicht hoch. also wissen wir ungefähr schon mal, wo alle drei sind. Das ist ja auch schon mal schön. Aber als allererstes werden wir die Sonic-Statue kaputt machen. Dann, hier ist der erste. So, und dann werden wir uns hier mal ein paar Tierchen holen für den guten Stormy. Ja komm, das machen wir dann auch gleich noch. Na komm, der. Ach cool, sogar einen gleichen Hasen für den KKB. So. Ja, wie man sieht, war Sonic schon hier. Hat sich den Chaos Emerald geholt. Also ich denke mal, die Knuckles Story wird nicht ganz so lang sein. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die Levels können sich auch teilweise regelrecht in die Länge ziehen. Aus dem Grunde, ja, man findet sie halt nicht immer gleich. So, da war dann der nächste. Die Verstecke sind eigentlich so ziemlich immer dieselben. Also es gibt so die bestimmten Orte, wo die immer wieder erscheinen werden. Ah, hier gehen wir jetzt erstmal rein, ne? Einfach, auch wenn da jetzt nichts ist, einfach mal gesehen zu haben, was hier ist. Zack, zack. Hopp. So, dann können wir da mal rein. Hopp. Und schwupp sind wir wieder hier unten. Wo waren das jetzt hier? Aber vorher will ich da drüben noch ein paar Tierchen sammeln. Hopp. So. Einfach nur aus dem Grunde. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, ist mir egal. So. So. Ah, ein Koala wollte ich eigentlich nicht unbedingt mit dem Regal. Kriegt der Kabine. Ist ja auch gut fürs Laufen. Ah. So. Ach cool, der gab sogar zwei. So, und hier irgendwo müsste der eigentlich sein. Ist er hier unten? Ja, er hat ihn. Found it. Ja, cool. Den Hasen kriegen wir bestimmt auch noch. Ich starte schon mal die Stoppuhr. Good enough.
Where in the world am I? I don't remember being here before. But something about it is familiar. This is very strange. Und ja, mir kommt dieser Ort auch sehr bekannt vor. So, irgendwo hier versteckt sich, glaube ich, eine Ausrüstung für den Guten. Ich war der Meinung, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das erste Upgrade von Knuckles findet sich, glaube ich, hier. Da werde ich jetzt noch nicht so genau hingehen, weil da die Zwischensequenz ist. Ich weiß es gerade wirklich gar nicht mehr. Guck mal, Enuits. Heilige Macht, niemals! Unsinn, wir werden uns diese Steine besorgen. Dann beherrschen wir die Welt. Interessant. Ich glaube, hier war das dann doch noch nicht. Egal. Father, please don't! To call, the seven emeralds are essential to our survival. It is for the good of all our people. How can I make you understand? Attacking other countries, stealing and killing can't be the right path to peace. No one has the right to take their holy grounds. I beg you, Father! Huh? Now where am I? Back in Station Square, I see. What's going on here anyway? Und wieder hat es irgendwas mit dieser komischen Gestalt am Himmel auf sich. So, ich bring jetzt noch mal die... Hey, it's Dr. Eggman! What's he got there? It's gotta be a part of the Master Emerald! Hold on! Come back here! Ja, wir bringen erstmal die Tiere weg, danach gehen wir zu Eggman. Schön viel für den guten Stormy. Wo ist denn Stormy? Das ist der falsche Stormy. Mann, ich denke mal, das wäre KKB. Der goldene haben wir ja auch schon. Das ist der falsche. Und da ist er ja, der gute Stormy. So. So, na, nehmen und... Geben, nehmen und geben. Mal gucken, wie viel kriegt er jetzt wieder dazu? Holzfioli, 22. Nehmen und geben. Oh, er kriegt was im Schwimmen sogar dazu. Ja. Nehmen, geben, nehmen und geben. Nehmen und geben, und ich glaube, es nervt auch langsam. So. Meine Güte, schon 132 in Fliegen. Das ist schon recht gut eigentlich. Für das Level auf jeden Fall. So, und dann kriege ich ja jetzt nochmal was dazu. Nochmal 21, also. Der wird auf jeden Fall ein Flugtyp. Aber ich gebe ihm die erst. Ne, das war Stormy. Da ist der KKB. So, bitteschön. Du kriegst noch eins. Und zwar das Koalachen. Hopp, hopp, hopp. So, bitteschön. Okay, das war auch für Fliegen schwimmen. Egal. Wir gucken jetzt nochmal wegen Hero-Früchte und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Nein, es gibt keine Hero-Früchte. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Sonic DX.